Es ist eine schwere und einsame Zeit für die zahlreichen Seher und Propheten, weil jeder Einzelne allein arbeitet. Dienstag, 16. Oktober 2012, 16.20 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, wenn ich sage, dass ich meine Propheten in die Welt gesandt habe, heißt das, dass jedem eine besondere Mission gegeben worden ist. Keine zwei Missionen sind gleich. Du, meine Tochter, bist, wie ich dir gesagt habe, der letzte Prophet. Keinem, der jetzt hervorkommt und behauptet, mein Wort zu verkünden, seitdem du deine Botschaften empfängst, ist von mir dazu autorisiert worden. Viele bedauernswerte Seelen haben sich entschieden, Aufmerksamkeit zu suchen und, in einigen Fällen, von diesen heiligen Botschaften abzulenken, die der Welt gegeben werden, um zu helfen, meine Seelen zu retten. Ich komme, um Gottes Kinder eindringlich zu bitten zuzuhören, was ich zu sagen habe, aber ich kann sie nicht zwingen, mich zu hören. Ich kann niemals Gottes Kindern befehlen, etwas zu tun, denn das ist nicht möglich, weil ihnen das Geschenk des freien Willens gegeben worden ist. Alles, um was ich bitte, ist, dass ihr eure Herzen öffnet und meiner Liebe erlaubt, eure Seelen zu erfüllen. Ich will, dass ihr alle, einschließlich derjenigen, die böse Taten begehen, wisst, dass ich euch liebe. Von daher hat eure Erlösung für mich Vorrang. So oder so haben die Prophezeiungen, die im Buch der Offenbarung, des Johannes, vorausgesagt werden, angefangen. Diejenigen, die meinen Anweisungen zu hören und auf meinen Aufruf antworten, können viele Seelen retten. Es ist mein Verlangen, dass jeder von euch zu mir kommt und am Königreich des neuen Paradieses teilhat. Ich verdamme keine hartgesottenen Sünder, noch bitte ich euch, sie zu verdammen, denn dazu habt ihr kein Recht. Insoweit ihr einen anderen verurteilt, sprecht ihr nicht im Namen Gottes. Wenn ihr andere dazu ermuntert, über andere Menschen zu richten und diese zu verurteilen, weist ihr mich zurück. Ich rufe euch alle auf, in dieser Zeit nur einer Stimme zuzuhören. Meine Stimme ist es, auf die ihr euch alle konzentrieren müsst, wenn ihr euch, eure Familien, Freunde und Nachbarn retten möchtet. Alle Gebete sind jetzt gefragt, um euch und euren Lieben zu helfen, sich auf meine Beichte, auf die Warnung, vorzubereiten. Die Zeit ist jetzt nah. Euer Jesus.